Genau, ich könnte die beiden Sachen auch auf plus 8 bringen. So. I'll be around. Weil ich habe jetzt beschlossen, in der Rüstung zu bleiben. Well. So, du hast keine Brocken mehr, das ist schade. So, aufsteigen. Ich kann leider keine Schollen in diesem Teil zerbrechen. So, einmal Zauberei. Das heißt, wir können jetzt einmal den unnötigen Blitz reinpacken. Erstmal Bau sortieren. Ein bisschen. Den da brauchen wir zum Beispiel auch nicht. Leuttalismane und Glücksmünzen. Die beiden Sachen können weg. Hier ist sonst nichts Besonderes. Der Lebensring kann weg. Und wir können zurück ins Foyer. Und uns dann im Foyer im Feuer, ins Feuer stürzen. Yay. Abwärts bitte. So, und damit dürften wir fast ganz unten angekommen sein. So, hier ist verschlossen, das ist klar. Mehr oder weniger. Wir brauchen nämlich für all die verschlossenen Sachen, mittlerweile sind es 3 verschlossene Türen, brauchen wir alle denselben Schlüssel. Ja. Ihr könnt euch ruhig in die Luft jagen. Da habe ich nichts dagegen. So, hier draußen ist es garstig geworden, weil hier ist wieder einer von denen. Was heißt einer? Ich glaube, hier waren 2. Genau. Spring in die Explosion rein, krieg Feuer ab, stirb einfach. Ich heile mich sicherheitshalber. Genau, da steht nämlich noch einer von den Großen auf. Oh, und sogar die dicke Version. Au. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Mr. Groß, Böse und Blutung. Also wieder runter. Und da ist mein Aufzug vorbei. Egal. Die Menschlichkeit war es mir wert. Hey, der trägt auch ein Turmschild. Ja, das war, glaube ich, ein Adlerschild. So, das heißt wieder hier rein. Erstmal gleich meine Seelen hier holen. Au, und in die Luft fliegen.
Das ist nicht so toll. Genau, verbrenn da. Das hätte ich nicht machen sollen. So, die Feuerbombe aufsammeln. Komm her, du. Da, frisst ein Finsternispfeil. Und verbrennen, genau. Genau, bleibt genau da stehen. Oder stirb. Okay. Jetzt muss nur noch dein Kumpel dran glauben. Der ist ja doch etwas heftiger. Wow, genau. Der basht mir nämlich einfach mal kurz die... den Schild weg. Ja, mit seinem Blutungshackebeil da. Versperrt er mir jetzt den Ausgang. Und ich lasse mich ja natürlich gerne nochmal von ihm blockieren. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Au. Außer richtig auf den Deckel zu kriegen. Also Rückzug. Er zieht sich ja netterweise auch zurück. Das ist in die falsche Richtung. Okay, das war noch gerade so abgeblockt. Bin ich froh, dass ich das Schild habe. So, bin ich froh, dass er tot ist. Was steht hier? Wie ein Traum, deshalb gelobt sei die Sonne. Ja, wir sind jetzt unterhalb von... Wow. Da war ja doch ein Dritter. Ah. Wir hatten Nummer 3 eingeladen. Genau, bleib da stehen und nimm Schaden. Genau, Schaden nehmen. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, der letzte hier. Oder fast der letzte. Bei dieser Sanddüne hier habe ich schon das letzte Mal nicht getraut. Oh, nochmal 2 Brocken. Oh, und hier war was versteckt. Vision vom Fluch. Ja, ich glaube nämlich, wenn wir...
Turmschlüssel einsammeln, den ich die ganze Zeit schon suche. Passiert erstmal nichts, das ist gut. Das ist nämlich der Schlüssel, der uns die weiteren Gebiete eröffnet. Einmal hier. Dämmerungskraut. War hier sonst noch irgendwas, außer dass es dunkel war? Hier ist nicht der Weg nach unten. Der ist da drüben. Ich glaube, ich weiß, was hier unten war. Genau. Ich habe ja bereits erzählt, dass in diesen... Jo. Das ist der Eisenkorridor, das in diesen DLC-Gebieten es Koop-Gebiete gibt. Und wenn wir darunter sehen, dürfte das einem oder anderen bekannt vorkommen. Das hier ist nämlich so ein Rufraum für Koop. Das heißt, das hier ist das erste Koop-Gebiet, was wir jetzt entdeckt haben. So, reisen wir mal wieder. Also den Eisenkorridor haben wir entdeckt mit seinem Leuchtfeuer. Wir wollen aber wieder ins Foyer nach oben. Denn wir haben da noch zwei weitere Türen, die wir abklappern müssen. Ich mache erstmal die nicht ganz so hässliche. Die nämlich direkt hinterm Schmelzerkeil liegt. Nicht Schmelzerkeil, sondern hier hinter liegt. So, hier hinter ist nämlich jetzt erst einmal eine verfluchte Stätte. Und zum Glück stehen die nicht wieder auf, wenn wir sie einmal getötet haben. Sonst würden sie nämlich keine Erfahrung geben. Das Gemeine ist halt, hier drin wird man verflucht. Das heißt, wir müssen sie in Kauf nehmen, ein oder zwei Herbststufen zu verlieren. Wenn wir da drin den... Götzen finden wollen. Nein. Der ist nämlich hier hinter. So. Au. Na gut. Wir haben den Götzen vernichtet. Das heißt, wir können da drin jetzt auch alles töten. Auch wenn es dunkel ist. So, kommt ruhig her jetzt. Oder auch nicht. Wow, 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 wow. Du bist doch heftiger, als du aussiehst. So, aber du bist tot. Und wir mussten wirklich nur eine Stufe vom Götzen uns abziehen lassen. So, jetzt müssen wir ihn noch ausschalten. Das wäre auch erledigt. Wir können jetzt hier in Ruhe große Titanitscherben an uns nehmen. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, wieder jetzt sein
Schwert in der Wand steckt. Die Tür ist im Eimer, zum Glück.